CD Projekt Red hat mit dem Next-Gen-Update ein neues Gadget ins Spiel reingebracht, das super nützlich ist, sollte man sich sofort abstauben. Falls es euch in den Höhlen zu dunkel ist, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, lohnt sich. Servus Hexer, heute bin ich für euch mit dem nächsten Witcher 3 Video am Start. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corfeus, bei mir gibt's immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal gerne auf dem Kanal vorbeischauen. Der ein oder andere hat's vielleicht schon mitbekommen über Instagram, über den Community-Tab. Bei mir läuft's gerade nicht ganz so gut. Erstmal Erkältung hatte ich, ist schon wieder auf dem Weg der Besserung, nur die Nase ist ab und zu immer noch mal ein bisschen zu wie gerade. Aktuell höre ich mir jetzt nicht perfekt an und noch schlimmer, ich habe eine Sehnenscheidenentzündung mir geholt. Richtig nice. Dadurch sind natürlich jetzt in den letzten Tagen weniger Videos rausgekommen. Aktuell hilft mir meine Freundin, dass wenigstens dieses Video hier für euch rauskommt, dass ich ein bisschen Content habe und versuche auch in den nächsten Tagen für euch ein bisschen so kurze Videos rauszubringen mit ihr zusammen. Das auf jeden Fall für euch was am Start ist. Ich habe mich mega auf diese Witcher 3 Zeit gefreut. Absoluter Witcher 3 Fan und hatte so viele Videos für euch vor. Schön mit euch zusammen reinzocken und so weiter. Und jetzt fällt das Ganze mehr oder weniger flach oder verzögert sich eher nach hinten, bis diese Sehnenscheidenentzündung weg ist. Wird auf jeden Fall noch einiges rauskommen, wenn es dann vielleicht dann auch erst richtig krass losgeht, dann vielleicht mit Endgame-Videos Anfang nächsten Jahres irgendwie, dann in der zweiten Januarwoche. Hoffe jetzt einfach, dass in 2 Wochen diese Sehnenscheidenentzündung weg ist. Versuche mich hier maximal zu relaxen, nichts zu machen, dass das Ding einfach so schnell wie möglich weggeht. Problem ist auch Physio, geht über die Weihnachtsferien irgendwie gar nicht, weil alles zu ist. Erst nächstes Jahr läuft es halt dann. Super ätzende Sache. Nichtsdestotrotz habe ich für euch heute, wie gesagt, ein kleines Video am Start. Ich hoffe, es freut euch. Drückt mir die Daumen, dass das innerhalb von 2 Wochen wieder weg ist. Und heute schauen wir uns ein neues Gadget an, was CD Projekt Red ins Spiel reingebracht hat. Super nützlich, habe ich schon gespielt. Ende letzter Woche. Ja, übers Wochenende noch ein bisschen und dann hat das hier angefangen. Und bevor wir reinschauen, gibt es ganz kurz die Info zu meinem Partner Instant Gaming. Dort laufen 2 Gewinnspiele. Schaut gerne vorbei, sind kostenlos. Einmal könnt ihr am Weihnachtsgewinnspiel mitmachen. Dort könnt ihr einen Gaming-PC gewinnen, den ihr hier seht. Und müsst einfach meinem Partner Instant Gaming nur folgen und unten könnt ihr dann teilnehmen. Und ansonsten läuft natürlich auch mein Gewinnspiel und zwar könnt ihr hier mal einen Wunschartikel nach Wahl gewinnen. Ich denke, viele von euch kennen schon, sucht euch einfach aus der Liste was aus oder tippt was anderes ein und klickt dann einfach zum Beispiel auf COD, teilnehmen, mit etwas Glück gewinnt ihr dann das Dezember-Gewinnspiel bei mir. Ansonsten, wer möchte, kann auch so gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeischauen, vertreibt verschiedene Spiele-Keys, Guthabenkarten, Mitgliedschaften zu phänomenalen Preisen, gerne auschecken, wie zum Beispiel jetzt hier die 50er-Karte für 41,79 sind immer absolute Bestseller von PlayStation. Ja, und wir schauen uns jetzt heute das neue Gadget an. Wie gesagt, alle Links unten in der Videobeschreibung gerne auschecken und wir legen direkt los. Das neue Gadget lohnt sich extrem, wenn ihr in irgendwelchen Höhlen unterwegs seid und für euch ist es einfach zu dunkel. Selbst die Fackel ist nicht hell genug, man sieht einfach nicht weit genug. Dann solltet ihr auf jeden Fall euch das neue Gadget, die Lampe, abstauben. Denn die hat einen riesigen Kegel, man kann deutlich weiter schauen und allgemein ist das Licht eben heller als die Fackel. Ist ein richtig cooles Ding und seit eben dem Next-Gen-Update im Spiel mit drinnen kann man ausrüsten wie die Fackel und läuft dann eben mit der Lampe rum und kann eben leider in den dunklen Höhlen alles erkennen. Wo bekommt ihr diese richtig schicke Lampe her? Und zwar ganz von Anfang an in Velen, eine richtig coole Sache. Und zwar einfach hier an dieser Höhle. Da sind ein paar Necker am Start. Ich glaube Level 4 sind sie. Ich hatte sie hier jetzt schon gekillt. Und wenn ihr eben zum Eingang hinlauft, auf der linken Seite ist die Lampe und die könnt ihr euch schnappen. Und dann ist sie auch automatisch auch schon ausgerüstet. Und ihr könnt übers Ringmenü die Lampe eben ausrüsten und in den Höhlen dann mit helleren Licht rumlaufen. Finde ich wirklich eine mega geile Sache. Könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Findet ihr dieses neue Gadget cool oder sagt ihr, hättet ihr es nicht gebraucht? Ich finde es auf jeden Fall nice, denn die Fackel war einfach ja schwierig bei manchen Höhlen und so sieht man auf jeden Fall deutlich mehr. Das war soweit das kleine Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen, hat euch was Cooles gezeigt. Ist natürlich ultra kurz. Ich kotze selber, dass die Videos jetzt so kurz sind und ich euch nicht diese gewohnte Qualität liefern kann. Ich habe mich mega drauf gefreut. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei Witcher 3. Gerade die alle neu sind, das Spiel noch nicht kennen, genießt es. Es ist so heftig. Selbst die ganzen Nebenquests sind ultra cool. Es ist nicht eine drin, die langweilig ist. Also wirklich jede Nebenquest abschließen, bekommt auch immer wieder was Cooles und sieht dort neue Monster, die man so im Spiel noch nicht entdeckt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ganz viel Spaß beim Zocken und man sieht sich im nächsten Video. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.